St. Moritz hat verglichen zu anderen Wintersportorten einen ganz bestimmten Geist. Dieser Geist ist stark geprägt durch die sportlichen Aktivitäten, die man hier oben auch machen kann. Wie wir sitzen hier im Bob und gegenüber ist die Cresterbahn. Und das ist sehr stark geprägt irgendwie von einem englischen Way of Life mit einer gewissen Exzentrik. Und wo man irgendwo die paar Tage, wo man hier oben ist, aus dem normalen Alltag ein bisschen ausbrechen kann.